Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen. Heute wollen wir uns mal einen echten Brecher anschauen, und zwar den Mingda Magician Pro. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! Wenn ihr mal Bock auf richtig viel Bauvolumen habt, dann seid ihr hier heute richtig. Ob der Magician Pro hält, was er verspricht, und ob die Anschaffung eines solchen Riesendruckers sinnvoll ist, das schauen wir uns im Laufe des Videos an. Die Firma Mingda hat sich mit ihren 3D-Druckern in den letzten Monaten fest im Consumer-Bereich etabliert. Auf meinem Kanal durfte ich euch bereits den Magician X, den Magician Max und jetzt den Magician Pro vorstellen, der mit einem Bauvolumen von 400x400x400 mm ein echter Häuslebauer ist. Mingda hat mir diesen Drucker freundlicherweise für dieses Video zur Verfügung gestellt, und dieses riesige Paket beinhaltet den ca. 15 kg schweren Baukoloss. Bei meinen vorherigen Mingda Modellen hatte ich arg damit zu kämpfen, dass sich viele kleine Reste der Styropureinlagen gelöst haben und diese weißen Kügelchen am gesamten Drucker klebten, vor allem an den geschmierten Achsen. Hier wurde jetzt nachgebessert, die Styropureinlagen sind zwar geblieben, jedoch ist der Drucker noch einmal in einer Plastikfolie eingepackt. Der mächtige Galgen ließ sich gut aus der Verpackung entnehmen, und wir sehen hier bereits, dass das System fast vollständig zusammengebaut geliefert wird. Im Lieferumfang erwarten uns jetzt keine Besonderheiten. Ein bisschen Testfilamentlicht bei, eine Ersatznozzle, das Standardwerkzeug für den Zusammenbau und ein Ersatz-PTFE-Tube sowie eine SD-Speicherkarte. Der allseits beliebte Filamentschaber ist nicht mehr dabei. Ebenso fehlt ein USB-Verbindungskabel, um den Drucker mit dem PC zu verbinden. Im unteren Bereich der Verpackung befindet sich die wirklich riesige Base, die anders als bei den kleineren Magician-Modellen nun nicht mehr aus einer kompletten Kunststoffeinhausung daherkommt, sondern auf einer massiven Metallplattform steht. Zwei Pappkartonagen auf der linken und rechten Seite halten das große Heizbett während des Transports in einer festen Position und müssen zur Seite herausgezogen werden. In diesem Zuge befestige ich gleich noch das sehr stabile Heizbettkabel, welches zu einem aufgesteckt und zum anderen mit zwei kleineren Schrauben befestigt wird. Bei dem Hotend und Extruder handelt es sich um die weiterentwickelte Direct Drive Combo von Mingda, die bereits in den beiden kleineren Magician Modellen zum Einsatz kam. Wir haben hier kein All-Metal Hotend, entsprechend ist die Temperatur auf 260 Grad begrenzt, die Objektkühlung arbeitet über zwei Lüfter, die das Filament nach dem Schmelzvorgang zügig runterkühlen. Der gesamte Drucker wird trotz seiner Größe mit lediglich 8 Schrauben zusammengebaut. Die Aufbauzeit beträgt bei dem Mingda Pro unter 10 Minuten und ist damit einer der Drucker, die am schnellsten einsatzbereit sind. Die Z-Profile werden jeweils links und rechts mit 3 Schrauben mit der Base verbunden, und die Stabilisatoren, also diese Parallelstreben, kommen mit jeweils einer Schraube aus. Der Filamenthalter wird nur noch in die Plastikaufnahme eingeschoben und wird dadurch schraubfrei installiert. Jetzt werden nur noch die beiden Kabel für die Z-Motoren eingesteckt und wir sind startklar. Das Menü auf dem 3,5 Zoll großen Farbtouchscreen ist bei allen Mingda Modellen aufgeräumt, und man findet die wichtigsten Funktionen in einem klar gegliederten Aufbau. Auf Wunsch kann die Sprache auch auf Deutsch umgestellt werden. Der Aufbau ist sehr massiv und die Z-Achsen werden über zwei Spindeln links und rechts geführt.
Das X-Profil, auf dem der Direct Drive läuft, ist mit 60 mm nochmal zusätzlich verstärkt. Der Höhenverlauf wird mit zwei Unterstützungsstreben, die mit jeweils einem Scharnier an der Base befestigt werden, stabilisiert. Diese Zusatzstreben kenne ich noch als Upgrade von meinem CR10S und sie bringen in der Tat nochmal zusätzliche Stabilität in das Gesamtsystem. Auf dem 32-Bit Silent Board werkelt ein Cortex M4 Prozessor mit TMC 2209 Stepper-Treibern. Wie auch schon bei seinen Vorgängern kommt der Mingda komplett ohne Schrauben zum Einstellen des Druckbetts. Der Mingda nutzt ein vollautomatisches Bed-Leveling-System, in dem er mittels der Nozzle-Spitze 36 Punkte auf dem Bett abfährt und damit eine Mesh-Karte für den Höhenausgleich anlegt. Dies funktioniert erstaunlich gut und vor allem für eine so große Druckfläche ist der First Layer über das gesamte Bett hinweg einwandfrei. Praktische Riemenspanner befinden sich an der X- und Y-Achse. Wir haben zudem stabile Endstops an den Achsen und einen optischen Endstop für Z. Der Leveling-Sensor definiert also nicht die Untergrenze von Z, sondern sorgt hier lediglich für eine Mesh-Karte. Der Drucker verfügt über drei Varianten, ihn mit Daten zu versorgen, einem klassischen USB-Stick, einer SD-Karte und einem modernen USB-C-Anschluss. Leider fehlte im Lieferumfang ein USB-C-Verbindungskabel, sodass man sich um dieses selber kümmern muss. Den USB-C-Anschluss habe ich gleich einmal mit der BeagleCam getestet und dies funktioniert reibungslos. Der Magician Pro wird nun von der Cam auch nativ unterstützt und ihr könnt mit dieser Cam euren Drucker fernsteuern und schöne Timelapse-Aufnahmen erstellen. Zuallererst beginnen wir mit dem Testdruck, den uns Mingda auf die Karte gelegt hat und verdrucken hier das beigelegte Testfilament. In Cura sind bereits alle relevanten Druckerprofile der Magician-Serie hinterlegt, inklusive unserem Pro, sodass wir nachfolgende Ausdrucke auch mit diesem Profil slicen können. Dieser von Mingda gelieferte Testprint ist aber schon ein hässliches Teil, wie ich finde. Und ich weiß nicht, wie man solch ein Modell als Hersteller mit auf die SD-Karte legen kann. Zum einen ist es komplett hohl und die Supports sind unclever gesetzt und lassen sich nicht wirklich gut entfernen. Also in Summe kein Vorzeigemodell. Optisch geht es jedoch bis auf leichtes Stringing in Ordnung. Als nächstes drucke ich selbstverständlich ein kleines Banshee aus PLA. In Summe ist dieses auch gut aus der Nozzle gekommen. Vor allem der First Layer gefällt mir sehr gut und die Objektkühlung zaubert einen makellosen Schiffsbug. Dennoch gibt es leichte Ungereimtheiten am Kabinenaufbau. Die Oberseite mit dem Schornstein schaut hingegen wieder großartig aus. Hier entsteht eine He-Man-Büste, diese drucke ich aus grauem PETG. Dieses Modell ist zweiteilig, also einmal die Base und dann die Büste und es wird komplett ohne Supportstrukturen gedruckt. Da ich keine Pi-Druckfläche habe und dieser Drucker nur mit einer Glasoberfläche daherkommt, habe ich es einmal mit einem Rev probiert, auf dem ich das Objekt drucke, um es später leichter von der Druckoberfläche zu lösen. Bis auf leichtes Stringing gefällt mir das Ergebnis aber sehr gut. In den Lichtspiegelungen der Außenhaut erkennt man aber leichte, ich glaube das sind Ringing-Spuren. Hier kann man mit Anpassung in der Geschwindigkeit, vor allem in den Beschleunigungs- und Jerk-Werten noch etwas spielen und man sollte die Riemenspannung prüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Übrigens, den Raft habe ich natürlich nicht umsonst gedruckt, ich möchte natürlich das Glasdruckbett schonen. Ihr druckt gerne mit PETG, weil es ein großartiges Material ist, hitzebeständiger, formstabiler und lebensmittelecht.
Ihr habt es aber versäumt, euer schweres Glasdruckbett gegen eine komfortable, flexible Pi-Druckfläche auszutauschen? Dann lasst euer Druckbett einmal auf Zimmertemperatur abkühlen. Anschließend erhitzt ihr die Platte wieder auf 95 Grad. Dadurch verändern sich die Strukturen im Kunststoff und dann könnt ihr die PETG-Reste nahtlos vom Glasbett abziehen. Der 20mm Cube gefällt mir nicht wirklich. Die Kanten sind zu wulstig und es gibt mehrere kleine Störungen. Schön hingegen ist die Oberseite. Z schaut besser aus als bei vielen anderen Cubes, die ich bis jetzt gedruckt habe. Die Maßhaltigkeit dieses Cubes ist über alle Achsen hinweg in Ordnung und im absolut grünen Bereich. Vor allem die schwierige Z-Achse ist mit 20,02 mm fast perfekt. Der Wobbling-Test ist im Grunde für diese Höhe gut gedruckt worden. Dennoch gibt es im oberen Bereich leichte Schwingungsspuren, die aber bei Weitem kein Showstopper sind. Mit etwas Reduzierung der Geschwindigkeit im oberen Bereich sollte dies weitestgehend eingefangen werden. Kommen wir jetzt zum ABS-Druck. Um es dem Drucker etwas leichter zu machen, drucke ich nicht wie üblich mein langes Standardwerkzeug, sondern etwas kompakteres. Aber leider zeigt sich auch hier sehr schnell, dass der fehlende geschlossene Bauraum und das für ABS unpraktische Glasbett eine unverzeihliche Kombo sind und sich das Objekt nach den ersten paar Layern vom Druckbett hochwarpt und am Druckkopf hängen bleibt. Für ABS ist dieser Drucker in der jetzigen Konfiguration also nicht geeignet. Wie schon bei meinen ersten Reviews der aktuellen Mingda-Serie bemängelt, besitzt auch der Pro über keinen ausgereiften, softwaregestützten Materialwechselprozess. Vom Ablauf her soll wie folgt vorgegangen werden. Das alte Filament wird abgeschnitten, neues oben in den Direct Drive gesteckt und dann kann bei aufgeheizter Nozzle das neue Filament soweit nachgefördert werden, bis das alte vollständig aus dem Druckkopf extrudiert wurde und das neue Filament austritt. Das funktioniert soweit auch ganz gut, jedoch bin ich bei dieser Kombination an die Grenzen des Systems gekommen. Ich hatte im Vorfeld ABS im Extruder und wollte als nächstes das weiche und flexible TPU verdrucken. Das TPU war jedoch von der Struktur her so weich, dass es nicht stabil genug war, das alte ABS durch die Nozzle zu drücken. Dann steckte das TPU komplett fest und aufgrund des fehlenden automatischen Retracts, also das Zurückführen des Filaments, kam ich nicht weiter. Ich konnte dann dank der Beagle Cam, die einen Retract angeboten hat, und etwas manueller Zugkraft das TPU wieder herausbefördern und erst einmal mit etwas PLA das alte ABS herausdrücken. Nachdem die Nozzle nun komplett frei von Filamentresten war, ließ sich das TPU auch anstandslos verdrucken. Als Test habe ich mich für das Modell Baby's First Knife entschieden. Dieses harmlose Messer gilt als TPU Testprint, da es nach oben hin spitz ausläuft und der Drucker hier sehr ruhige Bewegung benötigt, um dieses lange und dünne Flex-Modell keinen großen Vibrationen auszusetzen. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht Standard. Ghosting ist an den Griffmustern deutlich zu erkennen, die Struktur ist jedoch stabil und die einzelnen Layer sind fest miteinander verbunden. Kommen wir nun zu meinem Fazit des Mingda Magician Pro. Der Pro ist trotz seiner Größe einer der Drucker, die am schnellsten und komfortabelsten aufgebaut werden können. Wer Gas gibt, ist nach dem Öffnen der Verpackung innerhalb von 5 Minuten druckbereit. Dies liegt zum einen auch daran, dass die Schrauben für den Aufbau der Base nicht von unten, sondern bequem von oben eingeschraubt werden können. Die schwere Metallstandbase und die zusätzlichen Stabilisierungsstreben geben dem Drucker einen wertigen und massiven Auftritt.
Hervorheben möchte ich bei diesem Drucker das Auto-Leveling-System, welches eines der besten First Layer auf dieses Riesenbett zaubert, welches ich in diesem Preissegment kenne. Das Leveling funktioniert vollautomatisch und das Ergebnis ist aus meiner Sicht großartig. Der Extruder und die Komponenten sind gut, das Menü ist einfach und funktioniert, auch wenn mir der Filamentwechselprozess jedoch wirklich gefehlt hat. Die Druckqualität ist für die Größe in Ordnung, nichts Überragendes, jedoch drucken wir ja auch immer out of the box ohne weitere Anpassung. Also gehe ich davon aus, dass man hier noch etwas aus dem System herausholen kann. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist das Glasbett. Die Ausdrucke sind sehr schwer zu entfernen und es bedarf schon einiger Fingerfertigkeiten beim Entfernen der Werkstücke, das Druckbett nicht zu zerkratzen. Vielleicht hat Ming da bewusst bei diesem Modell keinen Filamentspachtel beigelegt. Eine Alternative zum Entfernen der Drucke gibt es jedoch auch nicht. Ich hatte bei diesem Drucker zudem am Ende meiner Teststrecke einen defekten Thermistor zu beklagen. Gut, das kann bei jedem Drucker passieren. Aufgrund des Flachbandkabels ist es jedoch schwerer, einen Defekt im Kabel zu erkennen und ein Ersatz lag nicht bei. Bis zur Lieferung eines neuen Flachbandkabels oder Thermistors, ich weiß ja nicht genau, woran es liegt, ist der Drucker also für mich unnutzbar und solche Ersatzteile wünsche ich mir künftig in dem Standardlieferumfang. Das riesige Druckbett weist eine relativ gleichmäßige und damit gute Wärmeverteilung auf, was von Vorteil ist, wenn man das gesamte Druckbett mit einem Druckjob auslasten möchte. Dieses riesige Druckbett ist aus meiner Sicht aber auch die Schwäche dieses Druckers. Vom Verschleiß der Rollen auf der Y-Achse, die diese mächtige Plattform permanent hin und her bewegen müssen, möchte ich aber gar nicht sprechen. Nach ca. 40 Stunden ist der Abrieb der Rollen auf einem für mich guten Niveau und spricht für eine gute Gesamtaufhängung des Druckbetts. Ich denke hier eher an den tatsächlich benötigten Platzbedarf. Viele kaufen große Drucker mit dem Argument, auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe dann ja die Möglichkeit, auch mal was Großes auszudrucken. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass über 80% aller Druckjobs noch nicht mal mehr ein 20 cm Druckbett vollends auslasten. Ihr müsst also immer bedenken, dass bei kleinen Druckjobs, die in der Regel eure Standards sind, immer das gesamte 40x40 cm Riesendruckbett aufgeheizt und temperaturtechnisch warm gehalten werden muss. Dies zieht natürlich unnötig viel Energie und ich denke, dass viele mit den kleineren Mingda Magician Modellen ebenfalls ihre Freude haben werden. Dennoch, der Drucker macht Spaß. Mingda ist eine verlässliche Marke und für unter 600 Euro bekommt ihr hier wirklich mit 400x400x400 mm ein riesen Bauvolumen. Warum also nicht? Nun sind wir wieder am Ende unserer kleinen Reise angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da. Und wenn ihr euch für 3D-Druck interessiert, abonniert doch meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Happy Printing. Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.